dabei seid. Gerade eben habe ich den ersten Teil meines Fashion Hauls abgedreht und ich hatte es schon befürchtet, dass ich das Video teilen muss, weil es einfach zu viel ist und ich immer wieder gerne mal was dazu sage. Deshalb hatte ich einfach Angst, dass das Video zu lange wird. Heute in diesem Teil zeige ich euch meine Zara-Neuzugänge. Ich zeige euch zwei Taschen und noch ganz viele andere Schätze. Falls ihr den ersten Teil noch nicht geschaut habt, ich verlinke euch den sehr, sehr gerne unten in die Infobox. Schaut unbedingt vorbei, es sind so, so tolle Sachen dabei. Und zwar ganz viele Schuhe und ganz viele andere tolle Sachen. Und ja, ich würde sagen, bevor auch dieses Video jetzt zu lange wird, beziehungsweise das erste ist ja gar nicht so lange geworden, weil ich habe es ja geteilt, wir legen jetzt einfach mal trotzdem los. Falls es euch interessiert, welche tollen Schätze ich euch zeigen möchte, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, wie schon angekündigt, fangen wir mal mit Zara an. Ich habe euch schon ganz, ganz oft erzählt, dass ich es liebe, Pullis zu tragen, die schulterfrei sind. Und ich habe ewig und drei Tage danach gesucht und habe nichts gefunden. Und jetzt bin ich endlich fündig geworden bei Zara. Und zwar habe ich diesen wunderschönen Pulli hier mitgenommen. Der ist nicht weiß, der ist in so einem Cremeweiß und er hat einen wunderschönen Ausschnitt, sodass ich schön die Schulter zeigen kann. Der Stoff gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und der hat gekostet 17,95 €, was ich völlig in Ordnung finde und mich wahnsinnig darüber freue, dass ich es endlich ergattert habe. So ein schönes Schätzchen. Wir kommen zum nächsten Schätzchen und zwar ist es eine Bluse, die mir auch auf Anhieb super gut gefallen hat. Da gibt es verschiedene Farben. Es gab noch so ein hellblau und ich meine noch so ein ganz schönes, zartes Rosa. Ich habe mich dann aber für weiß entschieden. Die Bluse hier ist sehr, sehr figurbetont, was mir sehr gut gefällt. Ich finde den Style einfach richtig cool. Eine Jeanshose oder eine elegante schwarze Hose vielleicht. Ein Rock vielleicht dazu, also ganz egal. Ich fand die einfach sehr, sehr schön. Die hat, meine ich, 29,95 € gekostet. Und ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, die zu tragen. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten schulterfreien Oberteil. Also irgendwie habe ich ewig lang gesucht, nichts gefunden und an dem Tag habe ich ganz viel gefunden, was mich natürlich total gefreut hat. Und zwar ist der Schnitt richtig, richtig interessant. Es ist so asymmetrisch geschnitten und auch dieser Stoff hier gefällt mir sehr, sehr gut. Den gibt es auch noch in verschiedene Farben und ich habe mich aber hier für so ein dunkles Grau entschieden. Der Preis, der lag, glaube ich, auch bei 17,95 € oder 19,95 €. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es nämlich schon getragen auf meine Lederimitat-Leggings, was ich sehr, sehr schön fand. Und ja, auch dieses Schätzchen hier wird mit Sicherheit des Öfteren getragen. Dann habe ich mir einfach so für den Alltag ein Shirt mitgenommen. Und zwar ist es gestreift. Das ist ja jetzt im Moment auch sehr, sehr modern. Einfach eine Jeanshose. Und dann ist man angezogen, vielleicht ein Blazer drüber, dann ist man etwas schicker angezogen für 7,95 €. Das war sogar reduziert, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Hier hinten hat es nochmal dieses Detail, hinten ist es quasi etwas länger geschnitten und ist hier hinten nochmal komplett weiß. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil aus diesem Haul. Und zwar gibt es dazu aber eine kleine Geschichte, die ich euch sehr, sehr gerne erzählen möchte. Deshalb werden meine Videos auch immer so lang, weil ich meinen Senf noch dazu abgeben muss. Und zwar ist es so, dass ich das Oberteil mit dabei hatte, als ich nach London geflogen bin, um Heidi Klum zu treffen. Das Outfit, das stand eigentlich fest. Und zwar wollte ich meine Lederimitat-Leggings anziehen, eine weiße, schicke Bluse. Die hatte hier so schwarze Ledereinsätze, einen schwarzen Blazer und hohe Schuhe natürlich, weil ich so klein bin. Und ich bin aber mit diesem Oberteil in die Location gefahren. Da habe ich mich dann so wohl gefühlt, dass ich es direkt angelassen habe. Und zwar spreche ich von diesem wunderschönen Pulli hier. Den gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Ich habe mich für diese Farbe hier entschieden. Und falls ihr mal bei Zara seid, fasst den einfach mal an. Der ist so, so kuschelig weich. Und genau, das ist mein allerliebstes Lieblingsoberteil. Ich meine, es hätte 29,90 € gekostet. Es ist recht kurz geschnitten, wie ihr sehen könnt. Aber dazu habe ich einfach dieses Oberteil hier angezogen. Und zwar hatte ich euch das auch schon mal gezeigt. Das ist von Only. Und zwar hat man hier so ein bisschen die Spitze noch durchgesehen. Hier hinten das Detail sieht man natürlich nicht. Finde ich aber trotzdem total schön. Und es ist halt vorne länger geschnitten, sodass es dann unten noch rausgeschaut hat. Genau, also mein Lieblingsoberteil musste ich euch heute auf jeden Fall auch in diesem Video zeigen. Und jetzt kommen wir noch zu einem wunderschönen Mantel, den ich mir gegönnt habe. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, Mensch Heidi, es ist doch Frühling, was kaufst du dir jetzt noch einen Mantel? Ja, weil ich in Deutschland lebe und weil der Frühling hier in Deutschland etwas kalt ist noch,
Und ich habe schon lange so einen Mantel gesucht. Der ist sehr, sehr elegant. Der ist eben sehr tailliert, geschnitten. Ich habe ihn in XS genommen. Ich hätte ihn lieber in S nehmen sollen, denn wenn ich ein dickeres Oberteil unten drunter anziehe, merke ich schon, dass es so ein bisschen eng ist. Es ist nicht unangenehm, aber gut. Ich liebe ihn trotzdem total. 59,90 Euro hat er gekostet. So einen Mantel habe ich schon sehr, sehr lange gesucht. Ich finde auch diese Oversize-Mantel sehr, sehr schön, aber sowas steht mir nicht. Dadurch, dass ich ja sehr klein bin, da müsste ich hohe Schuhe tragen und das ist natürlich im Alltag mit 4 Kindern nicht so witzig. Dann weisen sie mich wahrscheinlich gleich in die Klapsmühle ein. Und deshalb habe ich mich für diesen hier entschieden. Den gibt es auch noch ganz aktuell. Wenn euch sowas gefällt, dann geht mal los zu Zara. Und wo wir schon Klapsmühle und Einweisen sind, kommen wir zum nächsten Schätzchen. Das ist jetzt allerdings Geschmackssache. Ich warne euch schon mal vor. Wir leben ja in einem sehr, sehr kleinen Ort. Und ja, ich glaube, dass wenn ich diese wunderschönen Schuhe hier in Frankfurt oder in München tragen würde, mich keiner anschauen würde, aber hier schon. Aber ich bin ja, was das betrifft, eigentlich relativ, abgebrüht. Mir ist es so relativ wurscht, was die anderen sagen und wie die mich anschauen. Da bin ich sehr, sehr charakterstark, wenn man das charakterstark nennen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht mir das gar nichts aus. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall tragen und zwar hier im Ort. Und ja, dann sollen sie gucken. Ist mir relativ egal. Ich finde die total schön. Einfach auf eine schwarze Skinny Jeans, vielleicht die an den Knien noch so ein bisschen zerrissen ist. Also ich finde die richtig, richtig cool. Die haben gekostet 39,95 Euro und ja, da freue ich mich schon drauf, die zu tragen und die Blicke dann schon zu sehen, die ich dann ernten werde dafür. Dann kommen wir jetzt als nächstes zum Online-Shop Roamwear. Da durfte ich mir was aussuchen und zwar hatte ich mir einen Jumpsuit gewünscht, der auch total schön ist, aber der mir leider etwas zu eng ist. Also der sitzt ganz genau und ich finde, sowas gehört eigentlich weitergetragen. Ich werde den jetzt meiner Schwester geben, dann wird sie sich wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Ich finde den nämlich wirklich richtig schön gemacht. Hier auch mit diesem Detail, es sind so Spitzeneinsätze hier, aber wie gesagt, der ist mir halt ein ganz klein wenig zu eng. Ich habe S genommen, genau, hätte ich dann doch lieber mal eine Nummer größer nehmen müssen oder nicht ganz so viel an Weihnachten essen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann habe ich noch ein Kleid bestellt und zwar ist es dieses hier. Ja, es ist einfach für den Alltag, wenn ich so unterwegs bin. Ich fand es ganz süß gemacht, ganz schlicht. Und dann habe ich noch dieses Oberteil hier für meine Schwester bestellt. Ich sehe es als Top an, deswegen halte ich es auch in die Kamera. Meiner Meinung nach ist das kein BH. Ich finde es sehr, sehr interessant gemacht. Ich hatte euch das auch schon mal gezeigt, weil ich es für mich bestellt hatte. Allerdings habe ich es jetzt meiner Schwester eine Nummer kleiner bestellt. Ich finde es halt unter einem Kleidchen sehr, sehr schön. Natürlich trägt man da einen BH noch drunter. Aber durch diese Spitzen hier finde ich halt, wenn man ein Oberteil anhat, das so ein bisschen transparent ist, ja, sehr, sehr edel. Wenn ihr in meinem letzten Video nochmal vorbeischaut, da seht ihr die Sachen, die ich bei NAKD bestellt habe. Dazu passt dann so ein Top super gut dazu. Und jetzt kommen wir noch zu guter Letzt zu meinen wunderschönen Taschen und die hole ich jetzt eben mal. Und zwar durfte ich mir die zwei Taschen aussuchen vom Online-Shop Princess Lee London. Und als ich sie euch gesnappt habe, wurden zu Recht ganz, ganz viele Screenshots gemacht. Sie sind wirklich sehr, sehr edel. Als sie angekommen sind, war ich schwer begeistert. Ich habe mich erstmal überraschen lassen, weil ich sowas natürlich erstmal anfassen muss und mir meine eigene Meinung bilden möchte. Ich bin wirklich sehr begeistert, weil sie einfach sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist und natürlich ja, sehr, sehr tauglich für den Alltag, für mich, denn sie hat sehr viele Fächer. Sie hat jetzt hier dann auch nochmal so einen Umhängegurt, damit man sie sich eben, wie gesagt, schön umhängen könnte. Man hat dann hier auch nochmal diese zwei Knöpfe, sodass man sie eben eher sportlicher tragen könnte. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Schwarz geht natürlich immer. Ich werde sie mit Sicherheit zu einigen Outfits kombinieren. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Tasche, die in einem Farbton ist, der jetzt natürlich sehr angesagt ist in diesem Jahr. Und zwar ist es so ein Nude-Rosa,
Peach, also ein ganz, ganz helles Peach. Und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Erinnert mich sehr an eine Michael Kors Tasche, die deutlich teurer ist. Und deshalb bin ich jetzt ganz, ganz glücklich, dass ich diese hier habe. Auch hier wieder sehr ja, viel Platz. Für mich ideal, kann man alles reinpacken. Und ja, einfach wunderschön. Auch diese Tasche hier werde ich mit Sicherheit zu einigen Outfits kombinieren. Und wenn ihr da auch nochmal vorbeischauen wollt, auch diesen Online-Shop hier verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die haben auch eine ganz, ganz tolle Instagram-Seite, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch sowieso alles mal unten in der Infobox und keine Sorge, ich werde da nicht am Verkauf beteiligt. Ich sage das ja immer wieder sehr gerne dazu. Da könnt ihr aber trotzdem, wie gesagt, einfach mal bedenkenlos vorbeischauen, falls euch heute irgendwas gefallen hat. Soll ja als Inspiration dienen, mein Video. Falls ihr mein erstes Video, mein Teil 1, noch nicht geschaut habt, wie gesagt, schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Ich hoffe, dass ihr heute schönes Wetter gehabt habt oder habt und euch dadurch einen schönen Tag machen könnt. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne kostenlos tun. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!